Maxify, ich habe was für uns vorbereitet, ja? Ich möchte dir was zeigen. Du hast ja eine geile Fitness-Transformation hingelegt, ne? Ja, kann man sagen. Und ich habe jetzt tatsächlich die besten Fitness-Transformationen von YouTubern und Influencern rausgesucht, auf die wir zusammen reagieren. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, wahrscheinlich hast du es rausgesucht. Ja, ja, komm. Bro, was soll denn das jetzt? Ja, alles gut, okay. Was komm, soll das, okay? Fangen wir an, ich bin ready. Okay, alles klar. Hallo, kurze Info. Die Transformationen stehen nicht immer im Zusammenhang mit der Sportlichkeit oder Körperform. Heute seht ihr die Top 5 Transformationen von deutschen YouTubern. Okay. Nein, Revi, du bist nicht dabei. Okay, perfekt, was soll das? Ich muss wissen, ich werde morgen herausfinden, welcher meiner beiden Mitarbeiter das geschnitten hat und der wird entlassen. Naja. Starten wir mit Platz 5. InScope 21. Alter, 2012, guck mal, 2014. Ich glaube, ja. So InScope 2014 ist jetzt meine jetzige Form, oder? Mhm, also ungefähr, kommt hin. Ja, schon, oder? Ja, ich würde zwar sagen, er ist vielleicht ein bisschen krasser, aber ja, so ungefähr kommt es hin. Er hat krassere Arme, ne? Ja, und einen krasseren Hals. Krasseren Hals? Ja. Wie macht man Nacken denn? Und so. Okay. Was ist denn Mucke laut? Ja, okay, das ist überhaupt nicht meine Form jetzt. Das ist nicht, das ist nicht ansatzweise meine Form jetzt. Nee. Ich habe die Form von Sascha. Chat, was soll das? What the fuck? Aus 2015 ist er richtig auf Masse gegangen. Siehst du das? Ja. Er hat aber auch dicke Arme, ne? Ja. Das ist eine, guck mal, das ist eine sehr, sehr gute Form in meinen Augen, finde ich. Die Arme sind halt gefühlt breiter als dein ganzer Oberkörper. Die Arme sind zu fett, oder? Die Arme sind ein bisschen zu fett, ja. Findest du das ästhetisch? Das schon noch. Also vielleicht ein bisschen zu breit die Arme, aber an sich doch schon. Finde ich schon noch ästhetisch. Ich finde, glaube ich, die Arme zu krass, muss ich ehrlich sagen. Da hat er richtig gebalgt, siehst du das? Ja, man sieht es am Gesicht. Alter, das sieht aber auch weird aus, oder? Das sieht actually wirklich irgendwie. Das sieht irgendwie aus wie gefotoshoppt. Also die Schultern voll auseinander so. Alter, ich hab ihn. Das sieht wieder gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ja. Er hat aber auch einen langen Hals, ne? Alter, diese Arme sind viel zu groß, ne? Ja, die Bilder kenne ich gar nicht. Das sieht voll krass aus. Sein Hals ist wirklich sehr lang und sein Kopf ist voll klein. Da sieht er wieder richtig gesund aus, ne? Ja. Es sind immer Bilder draußen. Das sieht krass aus. Ja. Das. Was kommt hin? Das Bild ist so ja, crazy, ist das ne? Das heftigste von allen. Das ist das krankste Bild. Da war er ja so lean, oder? Ja, da war er insane, Alter. Aber man sieht halt auch, also da ist ja wirklich kein Körperfett mehr da, weißt du? Mhm. Das finde ich zu krass, oder? Das ist wirklich. Sein Gesicht ist so dünn und fahl, weißt du, was ich meine? Ich finde, das Gesicht passt nicht so ganz zum Rest des Körpers irgendwie gerade. Warum? Ich weiß nicht warum. Okay, ist das ein Front? Nein, das ist kein Front, Das ist halt, keine Ahnung. Digga, also. Ich finde, er sieht ein bisschen alt aus da. Ja. Ja, weil er halt kein Körperfett hat, ne? Ja. Ja, gut. Da haben wir aber auch alle mit dran gearbeitet tatsächlich, dass er da so zunimmt tatsächlich, ne? Da haben wir alle mit dran gearbeitet. Wir haben ihm echt immer ordentlich Sucht zugeschoben. Das war wichtig. Ja, niemals mit Revien zu abchillen. Wieder fluffig. Machen wir weiter mit Platz 4. Okay. Digga, wirklich. Dieser Joke ist doch jetzt sowas von over. Mann. Ganz ehrlich, meine Mitarbeiter werden einfach alle entlassen. Ich schmeiß einfach alle raus und zieh mich 2,5 Jahre zurück aus dem Internet. Ha, 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 ha. Mann, Alter. Tim Gabel ist sehr krass. Guck mal, Alter. What the fuck, oder? Aber bei ihm ist es, glaube ich, auch zu 2021 hin zurückgegangen, gute Stück, ne? Ja, gut, er macht ja nicht mehr so aktiv Fitness, ja, ne? Ja, fast kommt. Aber das ist schon krass, der Rücken, ne? Das ist dieses andere Level, Und bei ihm sieht es halt sehr, sehr ästhetisch aus alles. Das passt alles sehr gut. Ja, aber seine Brust ist auch insane groß, ne? Naja, Nico aber auch. Ja, die haben so Tellerbrüsten, die sind so geil, das ist wirklich riesig. Das ist einfach Adonis-Shit, weißt du, was ich meine? Ja, einfach perfekt, einfach Mann. Findest du das geil? Ich find's schon geil. Okay. Da sieht er wirklich krank gut aus, muss man sagen. Das ist eine sehr cleane Form, Alter. Holy shit. Willst du mit ihm? Nee, ich hatte richtig Angst. Nur so, in dem Outfit. Also das Outfit, dieses Halloween-Bild postet er jedes Jahr an Halloween. Und bei Gott, ich krieg jedes Mal fast einen Herzinfarkt. Was kannst du da sagen, sei ehrlich. Ja, genau. Vom Bild aus 2021 gab es leider nicht. Das letzte Bild stammt aus Ende 2020. Ach so, einer meiner Mitarbeiter hat so ein Gerät am Hals.
Machen wir weiter mit Platz 3, Papa Platte. Erinnert mich an Hawking. Hä? Bei Papa Platte kommt er nur, wie er immer fetter wird, oder? Guck mal da. Oh, da war er noch richtig dünn. Ah, die dünn. Oh, da geht's schon los. Aber wobei... Ja, da merkt man noch gar nichts, finde ich. Nee. Da sieht er actually wirklich noch sehr gut aus. Oh nein, der wird jetzt immer fetter einfach, oder? Oh nein. Oh nein. Wohlhabend, ja. Nicht wohlhabend. Das Geld. Junge. Geld noch. Hm. Ich glaube, ich weiß, was im Bild gleich kommt. Gibt es eins, das ist Stream? Ne? Okay, ja, da gibt es noch schlimmere Bilder von ihm, oder? Da gab es noch schlimmere, ja. Papa Platte einfach. Papa Platte einfach Glowdown. Weiter mit Platz 2, Tim Jacken. Tim Jacken hat wirklich krass delivered. Tim Jacken war ja auch so ein richtiger Larry Lauch. Ich kannte ihn davor so gut wie gar nicht. Er hat damals extrem krass Minecraft gespielt. Ja, haben die meisten gefühlt. Ich nicht. Aktiv. Alter Junge. Digga, diese Zeit. Ganz wilde Mode, Alter. Wobei, der hatte schon immer einen relativ guten, breiten Körperbau, ne? Mhm. Ich glaube, er hat eine gute Genetik. Ja, ja, glaube ich auch. Guck mal, da sieht man ja da schon an den Armen. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, vom Gesicht her sieht er da recht chubby aus, ne? Ja. Junge, Alter, die Löwenmähne. Das ist halt krass, ne? Ja, das ist insane. Das ist wirklich, wirklich krass. Also gerade was so Bauch und sowas angeht, das ist schon echt heftig. Und die Arme halt auch, ne? Wie viel Kilo hat er dazu genommen? Weiß man das? Ich glaube 8 oder 9. Und hat aber auch halt das in 3 Monaten gemacht, ne? Ja. Also das ist schon krass. Aber jetzt nicht mehr so krass, aber immer noch gute Form. Ja, Bro, guck mal nicht auf meinen Bauch gerade. Machen wir weiter mit Platz 1. Maxi Fight. Oh, Mann. Ach, Mann. Guck mal, Dino. Ey, guck mal. Süßer Bauch, ne? Bro, du siehst aus wie Ron Bilecki. Oh Mann, das war halt eine gute Zeit, da habe ich gut gegessen, Alter. Konnte ich so viel essen, das kannst du dir nicht vorstellen. Zu der Zeit, das war ja kurz nach Dezember, nachdem ich dann ausgewandert bin, so, Alter. Mhm. Ich habe mich zur Hälfte des Tages nur von Süßigkeiten ernährt, das war halt geil. Alter, dieser Bauch ist so ein richtig, du hast einen richtigen Dad-Buddy da, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das Ding ist, du hast gerade, also zu diesem Zeitpunkt hast du die Form, die Kevin gerade hat. Ja, es kommt hin. Ja, also Papa Platte ist gerade so. Und wie lange hast du jetzt gebraucht? 3 Monate, ne? Ja, also nach 3 Monaten sah ich echt so aus wie nach 4 Monaten fast. Das war kaum Unterschied zu sehen. Ich glaube, wenn Kevin jetzt durchziehen würde, meinst du, er hatte auch die Möglichkeit? Also vielleicht nicht Muskelmasse so viel aufbauen, aber Fett könnt ihr auf jeden Fall gut verlieren. Du hast halt schon vorher immer krass Gym gehabt, deshalb hast du auch schon Grundlage, ne? Ich hatte halt Vorerfahrung ein bisschen gehabt. Und das Bild ist auch maximal unvorteilhaft im beschissensten Licht geschossen, das muss man halt sagen, ne? Ich habe versucht, das einzige Licht irgendwie in der Wohnung zu bekommen, so. Das war von oben das Licht. Von oben Licht ist, glaube ich, eigentlich auch für Bodybuilder benutzen, das von oben. Ich hätte noch einen schlimmeren Winkel nehmen können, ja, true, wo ich noch fetter aussehe. Der ist halt schon krank. Ah, schon crazy. Du bist auch jemand, der sehr halt agil ist, was angeht. Also du hast halt wirklich Stärke im Sinne von Kraft. Weißt du, was ich meine? Nicht nur Muskelmasse. Ja. Yes. Okay. Guck mal, du hast mir gesagt, warte, ich zeig's nochmal ganz aus dem Chat, okay? Ich übertrag's dir auch gleich sofort, ja? Du hast gesagt, ich muss irgendwas ändern. Kennst du den Trick, dass man sich selber Bilder in der WhatsApp-Gruppe schickt? Nee, ich mach das auf Discord, aber ja. Und siehst du das? Mhm. Was kann ich anders machen im Posing? Du ziehst halt gefühlt die Schulter so hoch. Ja, weiß ich nicht. Ich hab die... Wie kann ich das am besten... Ich bin kein richtiger Poser, ich bin kein richtiger Bodybuilder. Ich stehe da echt wie ein Trottel, oder? Ja, irgendwie schon ein bisschen. Guck mal, das hier habe ich auch noch gemacht. Was habe ich da falsch gemacht? Ich würde vielleicht ein bisschen seitlicher noch stehen, dass der Bauch irgendwie noch ein bisschen Bauch ausdrehen und Bauch versuchen, die seitlichen anzusparen. Also es ist einfach nur eine Posing-Frage. Ich kann gar nicht, glaube ich, in dem Hemd hier anspannen. Guck mal, das Ding ist, ich habe wirklich so die... Warte mal, ich mache mal ganz kurz auf groß. Guck mal, ich habe wirklich die wacksten Arme, wenn man sich das so anguckt, ne? Wenn man so schaut. Ja. Und dann kann ich halt dabei erst anspannen. Und dann kommt halt auch erst was. Weißt du, was ich meine? Also so sieht es ja wirklich komplett beschissen aus. Und wenn ich dann halt anspanne... Wenn er anspannt, sieht es gut aus, wirklich. Ja, aber da ist halt immer noch nicht viel. Weißt du, was ich meine? Aber... Keine Ahnung, Alter. Was ich auch zum Beispiel mache, ist immer, ich drehe mein Handgelenk ein bisschen, damit der Unterarm noch rauskommt. Weißt du, wie ich meine? Nee, ist einfach zu...
zu wenn anstrengend. Wenn du zum Beispiel so den Arm hast, ich koste gleich, ja. Wenn ich so zum Beispiel anspannen würde, sieht mein Unterarm halt ein bisschen Larry aus. Aber wenn ich den noch so ein bisschen eindrehe, dann siehst du, dass hier die Muskeln noch rauskommen. Siehst du das? Bro, das ist halt einfach nur Posing, oder? Ja, ist halt viel Posing. Ja, ihr werdet sehen, wie ich in einem halben Jahr aussehe. Unge hat auch eine Ansage gemacht. Jetzt will ich was von euch sehen, ne? Bro, ich habe jetzt schon echt... Ich bin mit meiner Form mehr als zufrieden gerade, kann ich ehrlich sagen. Gibt es so richtig krasse Vorher-Nachher-Bilder bei dir? Ja, warte, ich kann jetzt mal ganz kurz im Stream zeigen. Ja. Ich hab's gefunden. Wobei, das ist auch nicht das aktuellste Vorher-Bild ist tatsächlich. Aber warte mal, also man sieht, finde ich, schon an der Haltung an ganz gut den Unterschied in meinen Augen. Und rechts ist auch nicht das krasseste so. Ich habe auch andere Bilder. Du musst das Posing halt ein bisschen... Ja, safe. Lass mal deinen Nacken aus dem Kumpel hoch, weißt du? Ich bin halt sehr schulterdominant so. Nur ein bisschen schade, dass man links seitlich die Arme nicht ganz so sehen kann. Die waren dünn des Todes, Bro. Links kann man sagen, bist du so Sascha und rechts bist du so... Ja. Ja. Du trainierst auf jeden Fall. Aber achtest du auf Ernährung und so eigentlich kaum, oder? Doch, also mittlerweile schon tatsächlich sehr krass. Ich bin momentan, track ich halt Ernährung auch und bin so bei, so keine Ahnung, so 2000 Kalorien, 2200 so maximal, weil ich eigentlich nur gerade mir Eiweiß reinknalle. Ich will halt nicht Fett zunehmen, ja. Also ich nehme so gerade langsam zu. Aber dafür clean. Mit dem, also genau, ich nehme halt gerade mit dem Training quasi zu. Ich bin jetzt 76 Kilo, letzte Woche noch 75 und will so eigentlich auf 80 Kilo hoch und das reicht auch. Und, keine Ahnung, zum Beispiel Red Bull jetzt hier, weil gerade jemand im Chat schreibt, da ist halt das zuckerfrei, das hat 3 Kalorien, Alter, weißt du? Also, das ist halt, das brauche ich nicht tracken, so.